9. Bei den meisten Castingshows oder Bandwettbewerben springt er hinterher wenig raus. Bei Hamms Beste Band ist das ein bisschen anders. Durch ihren Sieg vor 2 Jahren ist nämlich ein Label auf die Hammer-Metal-Band Javelin aufmerksam geworden. Und heute kommt ihr neues Album raus, Fragments of the Inner Shadow. Lippwelle-Reporter Christian Klein hat die Band getroffen. Das wird laut. Achtung, jetzt loslegen mit dem Headbang. Ja, so kennt man die Band Javelin. Laut. Nach dem Gewinn von Hamms Beste Band haben die Hobby-Mettler einen Plattenvertrag bekommen und das neue Label will das Album jetzt weltweit vermarkten. Gitarrist Carsten Maywald. Wir haben positive Kritiken bekommen aus der Schweiz, aus Griechenland, aus England und aus Chile. Die Jungs, die so gekleidet sind, wie man sich richtige Mettler vorstellt, lange Haare, Lederjacke und Tattoos, haben ein besonderes Album gemacht, denn es erzählt eine Geschichte. Grobe Geschichte handelt dabei von einem kleinen Ort in Amerika, der von einer unbekannten Militärmacht überrannt wird und in dem Zuge alle Erwachsenen aus dem Ort verschleppt. Hello. Hauptfigur in der Geschichte ist dann das Mädchen Claire, was auf der Suche ist nach ihrem Bruder, nach ihren Eltern. Was Claire bei ihren Abenteuern erlebt, wird dann durch die verschiedensten Musikeinflüsse dargestellt. Zum Beispiel der Start durch den Song Arrival. Oder durch ganz klassischen Metal im Lied zu Cenotaph. Gefühle werden aber auch gezeigt mit einer 7-minütigen Ballade Healing. Aber größtenteils ist es düster und vor allem laut, so wie es sein muss in der Metal-Szene. Da haben wir in Hamm echte Spezialisten für. Sie haben es gehört, gerade auf der Lippewelle. Javelins.